Hallo und herzlich willkommen live aus dem Irenensaal in Bayerbrunn, eine halbe Stunde Autofahrt von München entfernt. Ich bin Ronja Machold, Akademistin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und heute spiele ich zusammen mit meinen wunderbaren Kollegen aus der Akademie. Das sind Jesús Pinillos aus Spanien, Bienvenidos, Efe Sifriteppe aus der Türkei, Merhaba, Hanna Hasegawa aus Japan, Konnichiwa. Jonathan Groß aus Bayern, Servus. Und unser Gast Henri Bonamy aus Frankreich, Bonsoir. Orchesterakademie. Das bedeutet, wir dürfen 2 Jahre lang in diesem Weltklasse-Orchester, dem BRSO, mitspielen und von den großartigen Musikerinnen und Musikern lernen. Wir bekommen Einzelunterricht, Mentalcoaching, Probespielvorbereitung und vieles mehr. Und außerdem wohnen wir alle zusammen unter einem Dach. Heute und die kommenden 2 Montage werden wir von hier live aus Bayerbrunn streamen. Und ihr könnt live dabei sein. Auf der Website des Symphonieorchesters unter brso.de und auf den Social Media Kanälen des Orchesters auf Facebook und YouTube. Schön, dass ihr dabei seid. Schreibt uns gerne, von wo ihr zuschaut und wie es euch gefällt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese auch gerne in den Kommentaren stellen. Wir beantworten sie am Ende des Streams für euch. Die Programme und Konzepte haben wir uns alle selbst erarbeitet mit der Unterstützung des Bayerischen Rundfunks. Wir sind kreativ geworden und haben uns viel überlegt, um euch ein ganz besonderes Livestream-Erlebnis zu bieten, mit ganz verschiedenen visuellen Ebenen. Wir machen sogar gleich einen Abstecher in die Pinakothek der Moderne. Macht es euch jetzt also zu Hause gemütlich, nehmt euch am besten ein Glas Wein oder Bier
und ein paar Snacks. Genießt es und lasst euch überraschen. Das erste Stück, das wir jetzt spielen werden, stellt euch unser Komponist persönlich vor. Bonsoir, je m'appelle Francis Poulenc. Ich bin geboren 1899 in Paris und gestorben bin ich 1963. Ich war Mitglied in der Groupe des Six und ich war der Spaßvogel von uns allen. Die Groupe des Six waren befreundete Komponisten. Sie waren eine Frau und fünf Männer. Sie fanden die deutsche Romantik nicht gut und lehnten den musikalischen Impressionismus ab. Sie verwendeten zeitgenössische Formen aus der Unterhaltungsmusik wie dem Jazz und der Zirkusmusik. Und ich war sogar noch witziger als Darius Milhaud. Mein Sextett für Klavier und Bläser war das schönste meiner Werke. Oder ist noch das schönste meiner Werke. Und es klingt, als wären wir auf dem Grand Boulevard in Paris. Ihr hört alle Stimmen der Großstadt. Journal, Journal, qui veut un Journal, Journal. Und wie das alles zusammenklingt, hört ihr jetzt. Amusez-vous bien. Thank you.
Das war das Bläsersextett von Francis Poulenc, gespielt von Akademistinnen und Akademisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Wir streamen gerade live aus dem Irensaal in Bayerbrunn und freuen uns, dass ihr zuschaut. Wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie für euch am Ende des Streams. Bevor wir uns gleich in der Pinakothek der Moderne wiedersehen, stellen wir uns euch erst einmal kurz vor. Wir kennen uns untereinander inzwischen alle relativ gut, weil wir alle zusammen im Akademiegebäude im Münchner Norden leben. Das ist Jesus. Er ist 24 Jahre alt und studiert Oboe an der Musikhochschule in Leipzig. Er kommt aus Spanien und eigentlich wäre er auch sehr gerne Pilot geworden. Effe ist 22 Jahre alt und kommt aus der Türkei. Er studiert momentan Horn an der Musikhochschule Hans Eisler in Berlin. Und er spielt sehr gerne Basketball und übt am liebsten in seinem Schlafanzug. Unsere Fagottistin Hanna ist 21 Jahre alt und studiert in Hannover. Sie ist zur Hälfte Ungarin und zur Hälfte Japanerin und in Bayreuth geboren. Außerdem hat sie den schwarzen Gürtel in Karate. Jonathan, alias Johnny, ist 26 Jahre alt und er kommt aus Ingolstadt. Er ist ein Vollblutbayer quasi und er studiert Klarinette in Weimar. Neben seiner Liebe zum Schuhe kaufen ist er Hobbyfotograf und Hobbybarista. Ori ist kein Akademist, aber wir freuen uns trotzdem sehr, dass er heute mit uns zusammenspielt. Er ist Pianist und Dirigent und unterrichtet an der Münchner Musikhochschule. Mein Name ist Ronja Machold, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Frankfurt und momentan studiere ich Querflöte an der Universität der Künste in Berlin. Und ich genieße ganz leidenschaftlich gern Johnnys guten Kaffee und würde ich jetzt nicht hier stehen und gleich Flöte spielen, würde ich wahrscheinlich mein früheres Hobby Triathlon weiterverfolgen. Gleich werden wir noch einmal für euch spielen und wir sehen uns dann in der Pinakothek der Moderne wieder. Und was wir da spielen, verraten euch gleich meine Kollegen. Name? Modest Mussorgski. Die Lebensdaten bitte. 1839 geboren und 1881 gestorben. Woher die Idee zum Stück Bilder einer Ausstellung? Die Komposition ist eine Hommage an seinen verstorbenen Freund, der Maler und Architekt Viktor Hartmann. Seine Gemälde haben Mussorgski sehr inspiriert. Und warum spielen wir es überhaupt? Corona. Was sonst? Und um was geht's? Um einen menschenähnlichen Gnom? Eine Hexe? Ein Schloss? Und das große Tor von Kiew. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Das war Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky live aus dem Irenensaal in Bayerbrunn. Und damit geht der musikalische Teil dieses Konzert-Livestreams auch schon so langsam zu Ende. Für mich war es super spannend und aufregend, live zu moderieren und zu spielen. Und jetzt kommt hier gerade unser Klarinettist Johnny zu mir. Johnny, wie geht's dir gerade? Gerade frisch gespielt? Ja, ich bin sehr erleichtert, dass alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Und natürlich auch in so einem fantastischen Saal ist es natürlich toll zu spielen. Ja, ich fand es auch ein wunderbares Erlebnis. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr habt uns Fragen geschrieben in den Kommentaren bei YouTube und Facebook. Die habe ich dabei. Die hast du, super. Jetzt kriege ich die. So viele. es sind auch viele Kommentare dabei. Ich lese einfach mal vor. Danke für den tollen Stream. Ihr kommt ja alle aus verschiedenen Ländern. Wie inspirieren euch die verschiedenen kulturellen Hintergründe gegenseitig? Hat Marco aus Wien geschrieben. Ja, wie inspirieren uns die Hintergründe? Eigentlich sehr, weil jeder kann aus seinem Land was mitbringen, jeder erzählt was von seiner Kultur und das macht natürlich die Musik unfassbar lebendig und farbenreich. Ja, so denke ich auch. Jeder bringt so seinen eigenen Charakter mit und das belebt alles total. nächste Frage. Wie klingt der schöne Saal in Bayerbrunn beim Spielen mit dem Rücken zum Publikum? Und wie stellt ihr euch euer Stream-Publikum gerade vor? Hat Marei aus Holland geschrieben. Wie stellst du dir dein Stream-Publikum gerade vor? Eigentlich sehr gemischt. Ich stelle mir junge Leute vor, die vielleicht auch in Jogginghose vor dem Bildschirm sitzen, mit einer Bier in der Hand. Aber ich stelle mir natürlich auch eine 50-jährige Dame vor, die mit Wein davor sitzt und vielleicht mit einem sehr guten Käse. Es ist alles wirklich dabei. Ja. Und wie war es für dich hier zu spielen in dem Saal? Super tolles Erlebnis, so einen Livestream zu spielen. Und ich stelle mir auch vor, dass ihr da draußen euch das gerade ganz gemütlich gemacht habt und es hoffentlich sehr genossen habt. dann gibt es noch eine Frage von Magdalena in den YouTube-Kommentaren. Danke, Magdalena. Was ist für euch an der Arbeit mit dem BRSO besonders bereichernd? Und wie war es so allein in den fantastischen Räumen in der Pinakothek zu drehen? Vielleicht erstmal die erste Frage, was ist für dich so bereichernd im BRSO mitzuspielen? Du bist oder warst Akademist, bist jetzt extra nochmal eingeladen worden. Ja. Also es war vieles sehr bereichernd. Natürlich die Arbeit im Orchester, alle Orchestermitglieder kennenzulernen. Jeder kann einem was beibringen und wir bekommen ja auch Einzelunterricht und da kann jeder auch seine eigene Persönlichkeit einbringen. Dann natürlich die fantastischen Dirigenten, die kommen und man lernt wirklich, wie man im Orchester ist. Dieses Orchester ist wahnsinnig herzlich und wahnsinnig menschlich und ich finde, das nehme ich oder das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Ja, für mich ist es auch so ein ganz tolles Rundum-Paket. Jedes einzelne Individuum, jede einzelne Musikerpersönlichkeit im Orchester, von der kann man einfach so viel lernen und dann natürlich im Orchester sitzen und Gänsehaut bekommen bei den Orchesterwerken. Das ist einfach ein großartiges Erlebnis. Und die zweite Frage von Magdalena, wie war es für uns für dich in den Räumen der Pinakothek der Moderne zu drehen? Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen. Es war wirklich eigentlich unfassbar geil, da zu sein. Wir waren nach Schluss da und wir waren nur noch die Einzigen, die in diesem Riesenhaus wirklich da waren. Und es war eigentlich fast wie nachts im Museum. Allein das ganze Gebäude war nur für uns und das war, fand ich, einzigartig. Ja, war schon eine ganz besondere Atmosphäre, da zu drehen. Es kommt eine Frage von Matthias über YouTube. Die geht gezielt an dich, lieber Jonathan. Lieber Jonathan, bevorzugst du eine dunkle oder helle Röstung der Kaffeebohnen? Ich bevorzuge tatsächlich eine helle Röstung der Kaffeebohnen. Die schmeckt mir am besten. Danke, Johnny, für gerne die Antwort. Sweet Spot Coffee kann ich empfehlen in München am Viktualienmarkt. Super, dann das war's an Fragen
Vielen Dank an euch nochmal. Und wenn ihr mehr über die Ausbildung in der Akademie erfahren wollt oder wie es hinter den Kulissen der Vorbereitung abgelaufen ist, dann findet ihr Infos auf der Website der Akademie und natürlich auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und Facebook der Akademie. Ja, und damit geht unser Livestream-Konzert jetzt zu Ende. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal ein ganz großes Dankeschön an das Team des Bayerischen Rundfunks aussprechen, an die Orchesterakademie, an die Pinakothek der Moderne und an den Wort- und Bildverlag, in dem wir hier gerade stehen, die das alles möglich gemacht haben. Vielen Dank. Und an euch da draußen danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.